Danke, Anjali. Ach, guck mal hier, Peter Parker oder wer heißt. Ich kam kurz vor euch an und habe Odo und Martin erzählt, was in der Höhle vorgefallen ist. Sie wollen natürlich mit euch sprechen. Ich warte im Portalraum. Ich habe schon viele Geschichten von den Dimensionsportalen gehört, aber nie eins mit eigenen Augen gesehen. Eine Sache noch. Ich habe etwas Krimskrams, Waffen und Rüstungen, die ich aus dem alten Familiensitz gerettet habe. Solche Dinge. Ich würde sie euch gern verkaufen, wenn ihr interessiert seid. Ich verspreche euch, einen guten Preis zu machen. Kommt einfach zu mir, wenn ihr bereit seid. Ich finde es geil, wie sich diese Händler so entstehen, wo du einfach alles verkaufen kannst. Vor allen Dingen, ey, wie korrupt der Typ ist. Er sagt einfach so, ja, ich würde es verkaufen, Mann. Anjali, sie haben euch gefangen gehalten. Aber sie haben euch doch nichts getan, oder? Mir geht es gut. Ein paar Stunden ohne Sonnenlicht, das war alles. Aber jetzt kennen wir unsere Feinde. Es ist wahr. Ihr Name ist Rajani. Sie und ihre Söldner haben diese Stadt besetzt und Lazar gefangen genommen. Ohne Lazar bekommen wir keine Hilfe von den Leuten aus Rabenbach. Aber sie sind ohnehin keine Krieger. Vielleicht ist es auch besser so. Es ist Zeit zuzuschlagen und sie zu überraschen. Diese Rajani hat zwar mehr Kämpfer auf ihrer Seite, aber es sind Leskanzi. Und die kämpfen nur gegen Bezahlung. Gegen Bezahlung? Viele aus dem Volk meiner Mutter sind von Beruf Söldner. Was könnt ihr mir noch über sie erzählen? Sie sind ein Nomadenvolk aus der Wüste. Vor vielen Jahren haben sie ihre Heimat verloren. Jetzt ziehen sie durch die ganze Welt und kämpfen für jeden, der sie bezahlen kann. Unsere Kriege haben sich ausgezahlt für sie. Ja, kann ich mir vorstellen. Wir sind eindeutig in der Unterzahl. Wie stehen unsere Chancen? Wir sind die Legion. Wir sind eine Familie. Wir kämpfen für unser Land und für alle, die wir lieben. Sie mögen in der Überzahl sein, aber wir haben die besseren Chancen. Ach, wirklich? Das sind ja... Wir sind vier Leute. Wir müssen gegen eine ganze Armee kämpfen. Ja, kein Problem. Wir sind eine Familie. We are family. Wir müssen sie überraschen. Habt ihr schon einen Plan? Oh ja. Habt ihr schon von den Dimensionspassagen gehört? In den Tagen der Legion gab es Dimensionspassagen, mittels derer man eine andere Welt betreten konnte. Die Legionäre konnten eine Dimensionspassage in Stonebridge betreten, da eine Stunde später in Rabenbach rauskommen, wenn man den Überlieferungen glauben darf. Die Dimensionspassagen waren Realität. Ich selbst habe sie benutzt. Die Dimensionspassagen führen in eine andere Welt? Ein verlorenes Reich, das sich immerfort verändert. Wie eine Welt, die vergessen hat, wie auch immer sie vorher gewesen sein mag. Die Dimensionspassagen führen nicht hindurch, sondern daran vorbei, darüber. Ich kann mir den Namen nie merken. Wenn die Dimensionspassagen Realität waren, wer hat sie dann gebaut? Wir waren das. Damals, als die Magie der Legion noch stark war. Bevor alle unsere Magier getötet wurden. Das gab uns einen strategischen Vorteil. Wir schickten ein paar hundert Legionäre durch eine Dimensionspassage und hatten plötzlich eine Armee, wo wir sie brauchten. Auch die Bürger des Landes waren davon beeindruckt. Es verlieh uns mystische Aura. Natürlich glaube ich ihm. Fahrt fort, Odo. Ich glaube euch, dass die Geschichte wahr ist. Geht mir auch so. Erzählt uns, was ihr vorhabt. Hier im Versammlungshaus gibt es auch eine Dimensionspassage. Durch sie können wir nach Rabenbach schleichen und die Feinde überraschen. Das einzige Problem ist das Tor. Ich weiß nicht, wie man es öffnet. Aber ich habe eine Idee. Es heißt, der Ring des Großmeisters sei der Schlüssel zu etwas sehr Wichtigem. Vielleicht lässt sich ja mit ihm das Dimensionsportal öffnen. Der Ring befindet sich dort, wo der letzte Großmeister ums Leben kam. Im Mornwield. Ein bedrückender Ort. Der letzte Großmeister, das war Hume und Baron, nicht wahr? Ja, euer Vater. Tut mir leid, dass ich euch an diesen Ort geschickt habe. Was könnt ihr mir sonst noch über den Mornwild erzählen? Jetzt wissen wir auch, wie es das ausgesprochen ein Wald, wird. Uralt. Einst ein Ort der Hoffnung. Jetzt ein Ort der Trauer. Was ist dort geschehen? Er hat sich verändert. Was ist dort geschehen? Die Legion hatte in diesem Wald ihre letzte Stellung bezogen. Zu dieser Zeit hatte Jane Cassinda die Leute bereits gegen uns aufgebracht. Aufgebrachte Meuten hinterließen bergeweise Leichen ermordeter Legionäre in den Straßen und Städten. Der einzige sichere Ort war dieses Tal, in das sich der Rest der Legion zurückzog.
Jane verfolgte sie, sammelte eine Armee, nahm das Versammlungshaus ein und trieb sie zurück in den Morrowind. Wie ging es aus? Odo war nicht dabei. Niemand weiß, was im Wald geschah oder wo genau die Legion bezwungen wurde. Was auch immer sie ihnen angetan hat. Sie hat den Wald verflucht und vernichtet. Das ist eine schwerende Wunde, die nie verheilt. Odo, ihr wart doch ein Legionär. Habt ihr nie gelernt, eines dieser Tore zu öffnen? Ich war ein Späher, ein Spion. Ja, ich war in der Legion, aber ich habe meine Zeit in den Wäldern und Bergen verbracht. Jedes Versammlungshaus hatte einen Meister und einen Magier. Sie öffneten und schlossen die Dimensionspassagen, nicht Leute wie ich. Wenn der Ring dort ist, werde ich ihn auch finden. Sagt mir einfach, wo ich suchen soll. Am Fuße des Turms gibt es eine Tür. Ich bringe euch nach draußen, in den Wald. Hier, den Schlüssel werdet ihr brauchen. Merci. Begebt euch nach Osten, wenn ihr das Versammlungshaus verlasst. Dann kommt ihr schon bald zum Mornwild. Die Legion ist in diesem Wald untergegangen. Was immer passiert ist, was immer Jane Cassinda ihnen angetan hat, dieser Ort hat sich verändert. Ja, es ist schön rausgekommen. Geht hinein, findet den Ring und kommt wieder zurück. Geht keine unnötigen Risiken ein. Euer Leben ist viel zu wichtig. Bis jetzt sind wir ja noch nicht gestorben. Ich fühle mich nicht mehr so wackelig auf den Beinen. Aber Odo sagt, ich brauche noch mehr Ruhe. Denkt daran. Geht keine unnötigen Risiken. Ja. Okay, ich würde sagen, ich werde jetzt auch mal wieder hier speichern. Und dann können wir beim nächsten Mal die lieben Spinnen besuchen. Und wir sehen uns dann bis dahin, sage ich einfach mal. Sagen wir Ladies, tschüss. Willkommen zurück, meine lieben Gamer-Freunde, zu dem Let's Play zu Dungeon Siege Rye. Wir können direkt raus, glaube ich. Ich hatte eigentlich alles vorbereitet. Ich laufe nur gerade ein bisschen komisch. Und müssen jetzt zurück. Ja. Okay. Und müssen jetzt eigentlich... Wohin müssen wir denn hier? Dieses Versammlungshaus ist also ein Turm. Ja, warum müssen wir hier hin? Ich bin gerade ganz irritiert. Was geht hier ab? Ach, ist hier der Dumme? Ja, hier ist der Dumme. Was hat der denn so im Petto? Verkaufen? Ach, keine Ahnung. Ich blicke... Na, das machen wir jetzt nicht. Ich dachte, ich müsste eigentlich raus, aber anscheinend... Können wir mal die Waffen wechseln? Ich glaube, mit denen ist hier nämlich schneller. Glaube ich einfach mal. Hier darf eigentlich keine... Jane Cassindas Armee hat diesen Ort geplündert. Es ist alles noch so, wie sie es hinterlassen haben. Da ist eine Spinne. Da ist eine Spinne. Wieso sind hier Spinnen? Aufpassen! Es war anscheinend niemand mehr in dem Keller. Muah. Boah. Ich habe mich schon gefragt, was das hier für Eier sind. Na, ja, wenn wir schon dabei sind, den Keller aufzuräumen, dann auch richtig. Vor allen Dingen, da sind Spinnen, da sind Spinnen, da sind Spinnen. Hm, und dann, oh, die greifen uns ja echt an. Und gerade noch so sagen, ja, hier wird hier schon wohl keine Gefahr für uns drohen. Ich meine, ist doch unser eigenes Haus, aber... Wie konnte ich auch erwarten, dass Männer den Keller sauber machen? Das war natürlich töricht. Dieser Mann wurde das Opfer von Spinnen. Seine Leiche liegt dort erst seit ein paar Monaten. Die Hand umklammert einen Tuts E-Maus. E-Maus! Ich habe Gerüchte von einer Schatzkammer im alten Versammlungshaus der Legion gehört. Meine Quellen besagen, dass sie hinter einem großen Bücherregal im oberen Stockwerk versteckt ist. Ich muss mir mal eben die Lippen beschmieren. Sekunde. Wenn man alle Ahnentafeln ins Regal zurückstellt, öffnet sich eine Geheimtür und der Schatz gehört dir. Aber vergiss nicht, wer diesen Tipp gegeben hat. Ich will meinen Teil an der Beute. Dein alter Kumpel,
Andrei. Spinn. Dann würde ich sagen, wir speichern erstmal. Das heißt eigentlich, wir müssten eigentlich auch mal gucken, was wir dann... Oh mein Gott, ich sehe schon links und rechts so ganz viele Spinnen. Das ist so ekelig. Unsere Chancen stehen nicht an. Ich sehe eigentlich, wie froh ich gerade darüber bin, Feuer und Giftpistolen zu haben. Es ist so richtig... Ich stelle mir so richtig hausfrauenmäßig vor. Richtig so... Ja, ich... verbrenne diese Dinger. Und sie macht das ganz geschickt. Kleiner Silberbarren. Warum auch immer eine Spinne sowas dabei hat. Oh! Also das Feuer muss doch eigentlich voll effektiv gegen solche Viecher sein, oder? Da ist ja richtig eine Plage hier, das Loot. Voll angewidert, das gibt's doch nicht! Die ballern mit ihren Spinnennetzen rum. Wohin baller ich denn? Entschuldigung, ich bin gerade etwas schockiert. Über so viel Ekel. Das hinter uns auch. Überall sind Spinnen. Ich will nicht mehr. Cool. Müsst ihr nicht das Ding gleich wieder aufgeben? Wir müssen aber hier hin noch. Das schon wieder. Hier sind viel zu viele Spinnen. Alter, das nimmt hier doch gar kein Ende, oder? Wir haben eigentlich hier, ne? Ein Level up gehabt. Na, gucken, haben wir denn nix? Gar nix? Ne, wir haben echt nix. Achso, das geht dann auf, okay. Nein, der arme Schakal. Nein, Jali, wir müssen mal auch weiter. Müssen wir erstmal die ganze Spinnenplage aus dem Wald zerstören. Dann brauchen wir doch noch mega lange. Dann brauchen wir doch super lange hier. Ach, jetzt doch. Ach, jetzt doch. Ha, jetzt habe ich doch Skillen. Das ist ja geil. Ich habe schon wieder alles vergessen. Katharina hat LP und Fokus immer dann, wenn ein Feind von Opfer, der außen betroffen sind, erleidet, verringerte Geschwindigkeit und Angriffskraft. Na, das klingt doch gut. Was haben wir hier jetzt? Katharinas Gewehrschüsse haben eine kleine Chance, ein zweites Ziel zu treffen. Kuss der Qual oder auserwählte Beute verfluchtes Ziel tötet, erhält sie 2 Punkte. Immer wenn Katharina Heilung erfährt, erhöht sich ihre Heilung. So. Noch machen wir einfach das. Was haben wir bei Anjali? Der Schakal. Angriffe von beschworenen Feuerschakalen besitzen eine 10% pro Stufe einen Brandschaden über Zeit hervorzurufen. Jede Stufe verleiht einen zusätzlichen 10% Bonus auf die LP beschworener
Feuerschakale. Na, machen wir das. Was haben wir hier jetzt? Anialis kritische Treffer besitzen eine 4%ige Chance, spirituelle Feinde zu lähmen. Immer noch. Finde ich gut. Finde ich noch immer gut. Kann ich einfach nichts dafür. Was sind das für Türwölfe? Einfach mal den Hunde angreifen. Hätten ja auch freundlich sein können, ne? Ach, wahrscheinlich war es sogar voll dämlich von uns, die anzugreifen. Erstens waren die, weiß man gar nicht, ob die aggressiv waren. Und zweitens weiß man nicht, was das da ist. Aua. Oh mein Gott, geh weg. Der war aber ein großer Bär. Erstmal speichern. Speichern? Ah, speichern? Ja. Ich frage mich jetzt allerdings, was ich verpasst habe auf der anderen Seite noch. Der Pfad ist durch ein Netz aus Wurzeln und Gestrüpp verschwert. Er bewegt sich und knirscht, als wenn der Wald atmen würde. Merkwürdig. Der Wald verwehrt uns den Zutritt. Vielleicht suchen wir besser anderen. Dieser Wald spürt uns. Warum fühlt es sich so an, als würde ich diesen Ort kennen? Und er mich? Das kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Nur das Einzige, was ich sagen kann, ist, wir speichern. Da hinten ist aber auch noch was, ne? Da sind wieder Eier. Erstmal gar nicht diese Brut stehen lassen, aber da ist immer noch jemand zu sehen. Aber wir gehen erstmal hier hinten hin. Hier wird... Boris wird hier... Oh mein Gott! Ma, ich bin doch schon. Ja, jetzt bin ich nicht ausgewichen, das gebe ich zu, aber es hat auch nicht funktioniert. Jetzt kümmert er sich um Anjali oder so. Macht die mehr Schaden als ich? Was auch immer das jetzt... Hey, ihr beiden, ne? Ihr geht mir so auf den Sack. Alles nur, um an Lu ranzukommen. Und dann ein bisschen Geld. Der Rüstung nach zu urteilen sind die Überreste eines Legionärs, der vor vielen Jahren starb. Seine Knochen wurden wahrscheinlich von einem Darkenwürr hierher geschleppt. In seiner zerfetzten Säbeltasche findet ihr ein Buch mit dem Namen Das Haus Gunderic. In den letzten Tagen des Krieges der Legion kämpfte die 10. Legion eine offene Feldschlacht gegen ihren alten Rivalen, die 3. Legion, am Rand der Aranoi-Wüste. Die 3. Legion wurde geschlagen, aber ein großer Kontingent der Männer ergab sich, angeführt von ihrem Großmeister Raymond Gunderic. Der Hauptmann der 10. Legion erwies den Überlebenden Gnade und gewährte ihnen Zuflucht im neu gegründeten Königreich Ape. Raymond Gunderic wurde ein Adelstitel verliehen, unter der Bedingung, dass er das Tal von Ruckenwall verwalten und die nördlichen Lande sichern würde. Die Gunderics erwiesen sich als eine von Unglück verfolgte Linie und neigte zu einem finsteren und brütenden Wesen. Der Aktolord Steffen soll keine Ausnahme sein, aber dieses Anwesen dient weiterhin als Übungsplatz für alle Magier der 10. Legion. Oder das ist aber schon wirklich lange her.